Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening. Ja, der Onkel hat eingekauft, wenn man so möchte. Und wir haben einen Warenwert von fast 800 Euro. Nicht ganz, fehlt mir das, aber fast 800 Euro. Und ja, was ich mir daran geholt habe, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, willkommen in einer etwas anderen Kulissenlandschaft. Ich habe die Kamera mal ein bisschen anders hingestellt. Ich habe hier mal ein bisschen Decoration betrieben, ja. Damit das nicht mehr so leer aussieht, speziell bei dieser Sache hier, wäre das eher weniger günstig. Mal schauen, wie es ankommt. Dann mache ich das vielleicht öfter, wenn euch das besser gefällt. Aber die Matte muss natürlich bleiben, ne? Auf jeden Fall coole Sache. Und zwar ist das vom lieben Chris von Team Gravity. Mega, mega cool. Im Endeffekt hat alles mit einem Tausch angefangen. Ihr wisst, ich hatte aus der 9000 Euro Collection ein paar Sachen über, die halt nicht mehr nehmend waren. Darunter war zum Beispiel auch ein Cyberdrache, Deutsch First, ein Exzellent und ein paar andere Sachen. Und da haben wir erst angefangen zu tauschen und dann habe ich noch eingekauft und letztendlich haben wir einen Warenwert von ungefähr 700 Euro, von dem in etwa, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber so 308, 350, irgendwie sowas Euro Tauschwert weggehen und der Rest ist halt von mir bezahlt sozusagen. Ja, wir haben hier eine etwas ledierte Deckbox. Ich weiß nicht, was damit passiert ist und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es wissen will. Aber da sind ganz seltsame Flecken drauf. Vielleicht Kaffee oder so. Ich hoffe es einfach mal. Nichtsdestotrotz wird sich danach Hände gewaschen. Und ja, wir gucken mal rein. Also wir haben hier, ihr seht, ein paar Sachen drin. Und ich hole das mal kurz raus und dann gucken wir uns das in Ruhe an. So, da steht der Stapel und wir fangen an mit der ersten Karte. Und zwar dem feierlichen Urteil aus der Lost Arts Edition. Das ist ja so ein Sonderformat hier fürs TCG, wo halt diese alten Karten, die bei uns ursprünglich zensiert rauskamen, als unzensierte Version erhältlich sind, immer in Ultra Rare. Sehr, sehr cool. Wie genau man die bekommt, weiß ich nur schemenhaft. Ich glaube, wenn man für einen gewissen Wert in speziellen Läden einkauft, dann kriegt man da eine dazu. Sehr cool an der Stelle, Wert in etwa OVP, ich glaube, liegt bei 6 Euro. Die wird natürlich nicht OVP bleiben. Wer sich jetzt fragt, was zur Hölle da bitte zensiert war, das sind die heiligen Scheine über den Girls im Hintergrund. Ob man da jetzt wirklich eine Lost Art draus hätte machen müssen, weiß ich nicht. Vor allen Dingen, wir haben ja auch noch den Originalprint aus MRD. Wir haben einen Dark Beginning Reprint. Wir haben sie in Black Rare, in Kamen und was weiß ich. Und dann nochmal in BLLR rausbekommen. Also, aber das ist natürlich eine recht besondere Edition, die natürlich auch Tendenzen dazu hat. Oder zumindest die Chance hat, irgendwann qualitativ und vom Wert her natürlich zu steigen. Auch wenn es jetzt gerade unten ist. Aus dem selben Set, auch aus den Lost Arts, haben wir hier den linken Arm der Verbotenen. Die geht, glaube ich, nur 3,50 oder so, ist nicht besonders viel wert. Und hier haben wir natürlich mehr zu sehen. Denn bei uns ist im Hintergrund tatsächlich der Bandkreis oder wie man auch so schön sagt, der faszinierende Kreis. Und ich muss sagen, da finde ich unsere Variante auch viel schöner als die OCG-Variante. Die OCG-Variante gefällt mir zwar auch, aber ich muss sagen, unsere sieht mir doch ein bisschen hübscher aus. Aber nice to have habe ich auf jeden Fall mal mitgenommen. So, dann haben wir noch ein weiteres Promopack, über das es sich zu sprechen lohnt. Und zwar das LOD2 Promopack. Jetzt aus dem neuesten Spiel. Ist ja auch recht wertig, geht OVP um ungefähr 13 Euro. Das ist recht viel für so ein Promopack. Also die meisten Promo-Sachen, solche Päckchen hier gehen mal 50 Cent, mal 1, 2 Euro, mehr nicht. Da haben wir ja drin Procleo, der ist nichts wert. Dann dieses Cynet Zauberkarte, die glaube ich 2 Euro. Und dann noch diesen dieses Codiermonster in Ultra Rare. Und die geht, glaube ich, fast ein Zehner oder so. Habe ich tatsächlich noch gar nicht viele von denen. Das sind jetzt meine zweiten Exemplare. Ich habe, glaube ich, abgesehen von dem hier nur die in von meinem Kollegen, die er mir damals geschenkt hat. Oder habe ich mir welche rangekauft? Bin ich mir nicht mehr sicher. Ich und mein Überblick, der nicht vorhanden ist. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr cooles Promopack an der Stelle. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was, worüber man vielleicht etwas schneller gehen kann. Da habe ich mir einfach hier noch so ein paar Promopacks mitgenommen. Vor allen Dingen die hier fand ich cool, weil von denen hatte ich noch gar keine. Ja, habe ich halt mitgenommen an der Stelle. War jetzt nicht besonders teuer.
Dann geht's los mit den richtigen Karten. Als erstes haben wir eine unlimitierte Signet-Gewinnung. In First geht's ja ungefähr 16 Euro mittlerweile. Ist natürlich durch den Reprint abgestürzt. Die ging ja davor, glaube ich, über 30. Ich habe damals auch aus Dark Neostorm selbst eine gezogen. Aus einem Random Booster. Fand ich mega cool. Ja, sieht auch sehr schön aus. Also das ist mal wieder so eine Zauberkarte, die mir optisch sehr, sehr gut gefällt, die einfach nicht überzogen ist, die wirklich einen Gegenstand darstellt und wirklich in Secret Rare ist auch super. Also ist einfach die perfekte Rarität für die Karte. Das ist so eine Sache, da freue ich mich schon drauf, wenn ich meine ersten Exemplare in den Magnethalter werfe. Und die ist natürlich halt auch natürlich der Tatsache geschuldet, dass sie noch neu ist. In einem hervorragenden Zustand, ja, vollkommen klar. Halt leider unlimitiert an der Stelle, aber die legen wir uns ja auch mal zur Seite. So, dann habe ich mir noch rangeholt hier aus dem Anniversary Pack für 1,50 € den herbeigerufenen Totenkopf von Katsuki Takahashi persönlich gezeichnet. Ist übrigens interessant zu sehen, die koreanischen Versionen haben, okay, sie haben beide keinen Hintergrund, aber hier ist noch so eine Art weißlicher Film drauf. Bei den koreanischen fehlt das komplett, also da ist alles komplett blank, wie man so schön sagt. Auch net to know, habe ich mir 1,50 mitgenommen, habe ich mir auch jetzt nicht unbedingt den Zustand angeschaut von der Karte. Für den Preis habe ich sie halt einfach so mitgenommen. Ja, aber, ups, sieht eigentlich ganz passabel aus, zumindest jetzt so über meinen kleinen Bildschirm. Dann habe ich mir rangeholt, eine Arkane macht Schlag mich tot, ich bin ganz schlecht, was die römischen Zahlen angeht. Die Welt in Ultimate Rare, sehr, sehr cool. Kostet so um die 6 oder 7 Euro unlimitiert. Ja, aber die ist halt wirklich, die ist halt wirklich super vom Zustand her. Ich habe mir das auch alles via Video zeigen lassen. Und dementsprechend müssen die Zustände eigentlich überall passen. Dann haben wir hier die Elfenzwillinge aus LON. Die habe ich mir auch noch mitgenommen. Schön oldschool, auch in einem hervorragenden Zustand. Schaut euch das mal an, hier richtig glossy. Also ist halt einfach mega nice. Was ich dafür zum Einzelnen gezahlt habe, weiß ich leider nicht mehr. Aber die geht halt auch ein bisschen was, zumindest so den ein oder anderen Euro. Ist jetzt halt keine First, aber ich finde halt so in dem Zustand kann man sie halt auch mal unlimitiert nehmen, warum nicht? Die stellen wir uns doch auch noch dazu. So, stellen wir uns hier hin. So, dann haben wir hier eine Ami-Karte und zwar das mystische Monster oder Mystical Beast of Sackett. Und die habe ich mir jetzt nicht mitgenommen, weil sie Ami ist. Ja, ich mag eigentlich gar keinen Ami. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich schreiend davonlaufe und sie anfauche, die Karten, wenn ich sie sehe. Aber ich sammle sie jetzt nicht direkt. Ich werde nicht feucht im Höschen, wenn ich eine Ami sehe. Ganz im Gegenteil, ich bevorzuge Europrints. Aber die ist halt wirklich in einem hervorragenden Zustand. Und wer diese Starter Deck Mari-Qualität kennt, der weiß, dass diese Karte in Nirmint wirklich sehr, sehr schwer zu finden ist. Auch wenn sie quasi nichts geht, aber ja, egal an der Stelle. Sehr cool. Nach solchen Zuständen halte ich immer Ausschau. Dann sehr cool Gallen-Duo aus Strike of Neos. Auch eine mega, mega schöne Karte. Hier in Secret Rare, die perfekte Rarität für das Ding. Auch in einem relativ guten Zustand eigentlich. Ich glaube, auf der Rückseite hatte sie eine kleine Macke, aber sonst wirklich top. Gezahlt habe ich dafür. Was habe ich da gezahlt? 6,50 Euro? Irgendwie sowas in der Richtung. First wäre sie mir natürlich auch noch recht lieb gewesen, aber das ist halt wirklich eine Karte, die sieht einfach Bombe aus, oder Leute? Das ist so eine richtig schöne Retro-Yu-Gi-Oh!-Karte. Mega, mega nice, ohne Witz. Sehr, sehr schön, die lehnen wir auch mal dahin. So, dann haben wir den dunklen Magier aus Legend of Blue Eyes White Dragon. Zwar auch unlimitiert, aber der geht mittlerweile auch über 20 Euro unlimited. Dark Magicians habe ich in First sowieso zuhauf. Ich habe, glaube ich, allein 10 Asian English First und dann nochmal 5 oder 6 normale in Deutsch. Und also ich habe den damals richtig hinterhergeschmissen bekommen, auch alle Nirmint. Da dachte ich mir bei meinen, ich glaube, erst 5 oder 6 unlimitierten, die ich habe, kommt das eigentlich ganz gelingen, dass der auch nicht First ist. Also ich muss sagen, sehr, sehr schön. Das ist halt natürlich ein absoluter Klassiker aus der alten Zeit, ne? Muss man einfach mal sagen. Ich stelle den mal ohne Hülle hin, weil ich habe sowieso meine eigenen Hüllen drüben. Die werde ich dann gleich umhüllen, wenn wir hier fertig sind. Dann, was ich sehr, sehr cool finde und was auch enorm teuer geworden ist, ist hier der Pachycephalo, oder wie der ausgesprochen wird. Aus Light of Destruction war der, glaube ich. In Secret Rare, der geht mittlerweile 18 Euro, glaube ich, unlimitiert. Wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Wir haben das zusammen nachgeguckt und
für den Fall, dass sich jetzt so findige Leute unter euch finden in den Kommentaren, die jetzt auch nachgucken und sagen, Moment, der geht doch nur 14 oder so, keine Ahnung, habe jetzt einfach mal eine Zahl genannt. Wir filtern immer folgendermaßen, und zwar wichtig, Standort Deutschland. Also was irgendeiner in den Niederlanden verkauft, interessiert mich nicht. Ich suche immer nach deutschen Anbietern, weil ich nur aus Deutschland kaufe. Sehr, sehr cool an der Stelle. Dann geht's weiter mit Ash Blossom. Und zwar habe ich mir da ein ganzes Playset dran geholt. Eigentlich sogar vier, eine deutsche und drei englische, sehr cool, ja, drei Ashes, mega nice, also ich muss sagen, Ash Blossom ist schon eine geile Karte, sie ist zwar nicht mein Liebling ist Winterkirschblüte, habe ich auch schon endviele von, aber die ist natürlich auch mega, mega toll. Und natürlich hat sie durch ihren Wert auch etwas Besonderes. Ich muss sagen, das alternative Artwork von ihr gefällt mir tatsächlich gar nicht so gut wie das Original-Artwork. Das gilt aber für die meisten Karten, muss ich sagen. So, da haben wir hier die zweite. Die schauen wir uns auch gleich nochmal an. Mega, mega schön, Leute, oder? Alter Vater. Mega nice. Also das sind so Sachen, da sage ich Hut ab. Vor allen Dingen die halt in der Menge auf einen Schlag zu bekommen, das kriegst du halt nur von Spielern sozusagen. Und von Team Gravity habe ich das ja, also von dem Chris von Team Gravity habe ich glaube ich schon erwähnt. Und das ist halt einfach mega, mega cool. Ja, Nummer 11, großes Auge. Wollte er erst gar nicht abgeben, habe ich ihn aber zu breitschlagen können, habe ihn dann auch ein paar Euro mehr bezahlt und da war er zufrieden. Nummer 11, großes Auge, geht es glaube ich nicht viel, 7 oder 8 Euro oder irgendwie so ein Käse. Aus Galactic Overlord, aber es ist einfach eine schöne Secret und es ist eine Karte, die tatsächlich doch einen gewissen Kultstatus schon erreicht hat. War damals wirklich recht spielbar, natürlich auch im Anime vertreten. Dann kam ja der Ultimate Rare Print und da waren alle richtig gehypt, das weiß ich noch. Die ging dann auch eine Weile aus dem Ra Yellow Pack. Da war die auch die teuerste Karte mit locker 10 Euro oder so. Und ja, das ist halt der tatsächliche Original Print aus dem Booster und dementsprechend hat das für mich nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Finde ich einfach mega, mega klasse. Ja, wie machen wir das? Die will ich auch hinstellen, aber die holen wir erstmal raus nochmals. So, und die stellen wir jetzt da zum Pachi dazu. So, schaut das aus. Gut, jetzt habe ich hier das Seemonster des Theseus aus dem Originalset zweimal. Einmal hat er mir geschenkt und eine musste ich zahlen. Und hier haben wir zwei Varianten. Ich nehme mal kurz beide her. Und zwar, ich habe das nicht ganz verstanden gehabt. Offensichtlich, irgendeine von diesen beiden Versionen ist Missprint und eine von diesen beiden Versionen gab es nur auf irgendeinem ganz bestimmten Event. Also das habe ich null gepeilt irgendwie. Aber auf Market wird damit tatsächlich geworben, dass es sich um den korrekten Print handelt und den gab es wohl nur auf einer bestimmten Sneak Peek oder so. Falls da jemand was genaueres weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Die scheinen auf jeden Fall recht selten zu sein. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, welche von beiden das jetzt war. Aber die scheint wohl recht selten zu sein und wenn jemand nochmal genau beschreiben kann, um welche Sache es sich da handelt, oder vielleicht der Chris selber, wenn er es sieht, dann werde ich den Kommentar mal oben anpinnen, ja, damit die Leute auch informiert sind, die das vielleicht genauso wenig wissen wie ich. So, jetzt kommen wir zu einem absoluten Schmuckstück und zwar einem perfekt erhaltenen Stardust Dragon. Da oben ist ein Staubkorn, mache ich später weg. Aber ansonsten mega, mega cool. Schaut euch das mal an, Jungs. Mega, mega cool. Ist auch gar nicht so viel wert in Ultimate Rare, beziehungsweise recht bezahlbar. 32 Euro für einen Unlimitierten in Deutsch. First geht da, glaube ich, schon wieder um die 200 oder so. In Ulti und von der Ghost wollen wir gar nicht anfangen. Die hatten wir ja eh letztens. Die stellen wir uns natürlich auch zur Seite. Irgendwo, wo man sie schön sehen kann. Hier in die Mitte. So. Supidupi. So, dann habe ich mir Cerebinis geholt, die schwarzen Engel. Die sind wohl alle drei unlimitiert, aber ich könnte schwören, dass einer davon First gewesen sein sollte. Aber vom Wert her tun die sich da nicht viel weg. Ich glaube, der Wert liegt bei ein paar Cent Differenz. Sehr cool aus Dark Neostorm, hat auch noch keinen Reprint. Dementsprechend auch mega cool. Alter Vater, ich liebe dieses Artwork. Die Burning Abyss Monster sind generell mega, mega nice. Tue ich jetzt aber an der Stelle mal nicht rausstellen. Und ja, da haben wir halt drei Stück. Die müssten auch vom Zustand her wirklich super sein, aber die müssten auch so zwischen 16 und 19 Euro gehen, die glaube ich irgendwie, sowas um den Dreh.
Sehr cool, die sind natürlich brandneu noch, die Karten. Dementsprechend auch vom Zustand her natürlich absolut passabel. Achtet mir bitte auch immer auf die neuen Karten. Auch wenn ihr vielleicht euren Fokus eher auf Oldschool-Sachen legt. Weil auch das werden irgendwann Karten werden, die für Sammler relevant werden. Zumindest die Secret Rares. Dann haben wir eine Linkspinne aus dem OTS Tournament Pack 7. Ich habe mir damals, ich glaube, 20 Packs gekauft gehabt und habe zwei Ultis gezogen. Und zwar den Twister und den Herold. Aber die Spinne, die ich eigentlich wollte, habe ich nicht gezogen. Dann habe ich mir aus Frust, glaube ich, erstmal 20 Stück rangekauft oder so. Also das ist jetzt mein 21. Exemplar, wenn man so will. Mega cool. Ging damals gar nichts. Also damals, wo ich die selber ziehen wollte, ging sie in 10er. Die ist mittlerweile wieder ordentlich gestiegen. Aber schaut euch das mal an, Leute. Guckt euch das einfach mal an. Diese Karte ist so wunderschön. Ich fand sie schon, als sie damals in diesem Starter-Deck rauskam, mega cool. Aber das toppt halt einfach alles in Ultimate Rare. Na, lass mal draußen. Sehr schön. Das ist die zweite Alti, die wir mal hier hinstellen. Ich habe immer Angst, dass mir das hier alles zusammenbricht. So, dann haben wir hier einen Zertikulant. Da hatte er drei Stück da und einen sogar in First. Ich meine, er geht in First auch plus 3,50. Unlimited geht er 1,50. Aber es war leider nur die eine hier vom Zustand her okay genug für mich. Er dachte eigentlich die First auch, aber beim Video habe ich halt gesehen, dass da was ist, was mir nicht so gut gefällt. Da war, glaube ich, irgendwie Silvering oder so und das kann ich gar nicht ab. Und ja, ist aber eine sehr schöne Karte, eine underrated Secret Rare. Legen wir jetzt mal nicht raus. Dann der finstere Schöpfer. Sehr cool. Haben wir hier den ersten. Geht, glaube ich, in First. Also die sind beide First. Ich habe zwei Stück angeholt. Gehen, glaube ich, 5,50 Euro das Stück in First. Sehr, sehr cool. Auch beide in einem sauguten Zustand. Ich sehe bloß gerade, der hat hier ein minimales Silvering. Ist also nicht mehr für die offizielle Sammlung zu gebrauchen, aber für meine private nehme ich sie gerne noch her. Also wirklich sauschön. Sauschön. Mal schauen, ob der andere Schöpfer auch... Das habe ich auf dem Video nicht gesehen, das Silvering. So, aber der andere Schöpfer ist halt echt sahnig. Ja. Der andere hat nichts. Nee. Der ist für die offizielle tatsächlich super zu gebrauchen. Sehr, sehr schön. Also ich muss sagen, das ist halt wirklich erstklassig, ne? Und ich muss sagen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu handeln und mit ihm zu reden. Und er ist ein super sympathischer Typ. Also sowas sieht man wirklich selten. Dann Chaosdrache Leviania. Da hat er einige da gehabt. Die habe ich ihm alle abgekauft. Ich glaube für 12 Euro das Stück oder so. Vier Stück müssten das sein aus Soul Fusion. Alle First Edition. Sehr, sehr cool. Ich würde mal sagen, wir fangen auch mal an, hier ein paar unten hinzulegen, weil sonst kracht uns hier das ganze Kartenhaus am Ende noch zusammen. Also wirklich vom Zustand her, wirklich, also top. Also wirklich top. Kann man sich nicht drüber beschweren. Gucken wir uns mal den dritten an. Ist natürlich eine zweite Qualitätskontrolle, wenn man so will. Mega cool, mega schön vom Zustand her. Wie viele Leviana in Secret Rare hatte ich davor? Schon ein paar, weil die halt irgendwann doch bezahlbar war. Also die ging ja dann ursprünglich, glaube ich, 30 Euro oder so. War wirklich eine teure Secret, ist jetzt mittlerweile wirklich runter. Deswegen werde ich jetzt die Gelegenheit nutzen. Und ich muss sagen, Chaosdrache Leviana, um ein bisschen aufs Artwork noch kurz einzugehen. Schaut euch diesen Drachen an. Das alternative Artwork ist auch schön. Aber das hier ist unschlagbar. Das ist einfach das geilste Artwork ever. Das ist eine Karte, wo ich sage, ja... Sie steht auf selber Stufe, und das sage ich wirklich selten bei Drachen. Sie steht auf selber Stufe wie der Chaos Imperator Drachen. Ihr wisst, wie sehr ich den Chaos Imperator Drachen liebe, aber die Karte kickt halt einfach alles. Wenn ich mich entscheiden müsste, nur rein optisch jetzt mal, nicht, also mal abgesehen vom Wert und abgesehen von der Nostalgie und dem, was man selbst mit der Karte verbindet, wenn ich mich rein objektiv zwischen einem Secret Impi und einem Secret Chaos Drache Leviania entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich Leviania nehmen, weil die Karte so schön designt, so perfekt designt mit dem Hintergrund und Wahnsinn, das ist die schönste Karte aus Soul Fusion, meiner Meinung nach. Sehr, sehr cool. So, dann, sehr cool hat er ein Playset, es waren leider bloß zwei Stück gut genug für mich, Tourguides. First aus Extreme Victory in Ami, glaube ich. Ja, definitiv Ami. Geht, glaube ich, auch 30 Euro das Stück, so in etwa. War ja früher ganz teuer. Früher lag der Wert, glaube ich, bei über 100 Euro. Also ich habe mal so eine Seite gehabt, da waren die wertvollsten Yu-Gi-Oh! Karten der Welt aufgelistet. Und da war die auch ganz am Ende irgendwo mit, ich glaube, 150 Euro oder so aufgelistet. Ob der Wert tatsächlich mal die Ausmaße hat, weiß ich nicht, weil zu dem Zeitpunkt, als das aktuell war, war ich noch nicht im Game oder nicht mehr im Game. Da musste ich ja leider Gottes pausieren.
Die stellen wir mal wieder da hinten hin. So. Nehmen mal die zweite raus. Auch also wirklich mega schön, oder Leute? Geil. Das ist halt mittlerweile auch wieder Oldschool Extreme Victory. Das war ja noch 5Ds. Richtig, richtig schön. Ich muss sagen, das normale Secret gefällt mir halt besser, weil von dem Feinen siehst du halt kaum was, von diesem Ami Secret. Auch ist das halt so ein bisschen billiger, habe ich das Gefühl, als der Euro-Print. Ich bevorzuge halt wirklich den normalen Print, aber ich nehme sie auch gerne in Ami so. Wie gesagt, sieht auch in Ami schön aus. Recht cool. Legen wir mal hier hin oder stellen wir sie noch mit dazu. Schauen wir mal, ob uns das Kartenhaus zusammenbricht. Huh, gerade noch geschafft. Okay, dann schauen wir mal. Haben wir hier eine Karte, die er eigentlich auch nicht abgeben wollte. Die hat er nur an mich abgegeben, meinte er. Das 1000-äugige Opfer. Mittlerweile auch ein bisschen im Preis wieder gesunken. Die ging ja richtig hoch aus der Master Collection, als sie wieder erlaubt wurde. 18 Euro hat sie mich, glaube ich, gekostet. Aber halt wirklich, also perfekt gecentert und perfekt erhalten und alles top. Also mega, mega cool die Karte. Das ist definitiv etwas, das eine Menge wert hat für mich. Sehr cool, sowas nehme ich gerne mit. Und er hat sich noch Sorgen gemacht, dass er nichts hat zum Tausch, was gut genug für mich wäre, das weiß ich noch. Dann eine Karte, die ich sehr geil finde, das ist der Kaliber Wachdrache. Habe ich mir auch 2 Stück rangeholt. Und da gibt es keinen Reprint von, den gibt es nur aus BLRR, ne, die Karte. Und wenn man mal bedenkt, wie populär dieses Thema ist, wie viele Fans dieses Thema hat, wie viele Sammler diese Karten collecten, ja, und es gibt ja auch sehr teure Karten aus dieser Reihe, diese Karte wird irgendwann für Sammler relevant werden, definitiv, auch die, wo jetzt mit dem Anime aufgewachsen sind, das sind Karten, die haben Kult, die werden Kultstatus erreichen, haben sie jetzt noch nicht, aber werden sie, und deswegen, ich wirklich, wenn ihr diese Karten zu günstig verkauft, ihr werdet euch in 10 Jahren in Arsch beißen, wenn ihr dann noch mit Yu-Gi-Oh! Zu tun habt, ihr werdet euch in Arsch beißen, ihr könnt es mir glauben. So, da haben wir noch einen zweiten. Ja, der ist natürlich ein bisschen gebandet, ne? Das ist jetzt kein Problem, weil sobald die Magnethalter sind, sind die wieder gerade. Das ist halt so ein Problem, das manche Secrets heutzutage haben, wenn man sie falsch lagert. Manche kommen auch schon so aus dem Pack raus. Aber sehr cool. Dann haben wir wieder was Schönes für die Oldschool-Fans. Doraido. Auch in einer hervorragenden Qualität. Leider nicht First, aber auch unlimitiert schon mittlerweile wieder teuer genug. Aber die ist halt auch wirklich perfekt vom Zustand. Da fehlt halt wirklich wieder gar nichts. Mega, mega cool. Alter Vater. So, dann die vierte Aschenblüte. Das ist jetzt eine deutsche. Die ist auch unlimitiert, also die ist nicht First. Trotzdem cool. Die stellen wir natürlich zu den anderen Mädels dazu. So, sau cool. Das ist auch eine Karte, die ich mir gerne ranhole, auch weil sie absolut null Reprints, zumindest in Secret, hatte. Sie hatte einen Common Reprint, ich glaube, in den Legendary Decks. Aber in Secret Rare wurde sie nicht gereprintet. Sie hat keinen Megapack Reprint gehabt. Und auch das ist eine Karte, die sieht doch einfach wunderschön aus. Oder schaut euch mal. Auch das ist eine Karte, die für mich nah an den Imperator-Drachen rankommt. Sie stößt ihn nicht vom Thron. Nicht so wie Livianier. Aber, also würde ich jetzt mich entscheiden müssen zwischen den und dem Impi. Dann würde ich natürlich den Impi nehmen. Aber das ist halt auch eine Karte. Guckt euch mal an, was das für eine Kunst ist, dieses Artwork. Ich halte es mal ein bisschen näher ran. Diese Flügel, wie Kirchenfenster, ja, mega nice. Und in Secret Rare einfach eine saugeile Sache. Ich habe die auch in Ultimate Rare aus Japan. Fand sie auch in Ultimate früher schöner, ist aber, muss ich mittlerweile sagen, doch eine Sache, wo ich sage, ja, die gefällt mir dann vielleicht doch in Secret Rare ein Ticken besser. So, dann haben wir einen Saruya Schädelschrecken. First Edition, ich habe 4,50 für die Karte bezahlt. Ihr wisst, wie viel diese Karte mal wert war. Ihr wisst es, das war auch eine sauteure Karte. Und da haben sich alle beschwert, dass das nicht das Covermonster war, sondern dieser komische Codiersprecher, den ich cool finde und alle anderen hässlich. in Secret Rare sehr, sehr schön. Auch richtig oldschool. Das Design gefällt mir auch super von der Karte. Auch ein sehr, sehr schöner Drache. Wirklich geil. Aber halt auch mittlerweile nichts mehr wert. Aber die Zeit wird wieder kommen. Auch das ist eine Karte, die jetzt im Anime, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall von Seiten der Spieler her enorm ikonisch war. Wirklich enorm. So, dann haben wir nochmal 2 Signet-Gewinnungen. Diesmal in First aus Dark Neostorm, genau. 16 Euro wert das Stück, wie bereits gesagt. Sehr coole Karten. Da haben wir noch eine. So. Zweite natürlich auch mega schön, die stelle ich jetzt aber nicht hin, die lege ich hier zur Seite. So, und dann aber was ganz was Cooles. Wert ungefähr 13 Euro das Stück.
Und zwar Trishula the Dragon of Ice Imprisonment. Komischer Name. Auf jeden Fall hier aus der Jump, eine der letzten Jump-Karten, die es wohl jemals geben wird. Sehr cool. Ich habe ein bisschen mehr gezahlt als 13 Euro. Ich habe, glaube ich, 15 ihm gegeben, aus freien Stücken natürlich. Also nicht, dass hier jetzt irgendeiner meint, hier wird irgendwer abgezogen. Also das war alles sehr einvernehmlich. Sehr coole Sache, wunderschönes Artwork. Kommt aber optisch nicht an den richtigen Trishula ran, muss ich sagen. Ich finde zwar auch, dass Trishula jetzt nicht der Überdrache ist vom Aussehen her. Er sieht schon gut aus, aber so wie er in den Himmel gelobt wird, das kann ich leider nicht teilen. Was ich allerdings sehr cool finde, ist diese äußerst unbekannte Secret. Und zwar hartgesottener, bewaffneter Drache. Das ist so eine Karte, die geht so ein 10er in etwa aus Raging Battle First Edition in einem sehr guten Zustand. Habe ich gleich mal bei Rising Time angeklopft, ob der ein paar von denen vielleicht hätte, hat, hätte, ne? ist einfach eine mega, mega schöne Karte. Ich weiß nicht, ich finde das Artwork einfach geil. Und gehört wohl auch zu den bewaffneten Drachen. Zumindest vom Namen her. Sehr schön. Von diesen wirklich schwer zu kriegen, kaum in Sammlungen zu finden. Deswegen, die muss man sich wirklich ganz, ganz, ganz ausgewählt rankaufen. Also ich hatte noch nie in einer Sammlung so einen drin. Jetzt habe ich einen, den ich mir quasi extra rangetauscht habe. Ich habe erst 5 oder 6 von dem, also nicht besonders viel. Weil sie sind halt wirklich sehr, sehr schwer zu finden, einfach so random. Trotzdem eine sehr, sehr coole Karte, die will ich mir vielleicht auch in die Mitte stellen. Dann haben wir kennen ihn aus dem 9000 Euro Opening, jetzt habe ich mir nochmal einen rangetauscht, auch in First, ein Gilgarth, sehr cool, eine richtig seltene und schöne Secret Rare. Ich habe jetzt binnen kürzester Zeit 4 Stück in First ranbekommen quasi, alle Perfect Mint, also das ist unnormal, wie gut der von der Qualität ist. Saugeil, wirklich saugeil. Dieses Artwork, es ist einfach Bombe, den will ich jetzt hier einfach mal an die Seite legen. Also es ist wirklich, ihr merkt schon, hier kommt jeder auf seine Kosten, Oldschool-Liebhaber, 5Ds-Fans, Leute, die das Neue feiern. Dann haben wir hier eine 35-Euro-Karte, Dandelion, ist glaube ich sogar ein Ami-Print, ein Ultimate Rare aus dem Astral-Pack 4, auch eine sauschöne Karte, mega, mega nice. Alter Vater. Einfach unglaublich schön. Den wollte er mir ursprünglich, glaube ich, auch nicht abgeben. Habe aber auch ein bisschen mit dem Preis gespielt und dann hat er dann doch hergegeben. Also mega cool. Wirklich mega schön. Seht ihr das? Saugeil. Ja, was machen wir mit der? Wo stellen wir die hin? Ah, die stellen wir doch auch noch dahin. So, dann habe ich mir noch einen Azura Priest rangeholt aus LOD in einem sehr, sehr guten Zustand. Offensichtlich Gold-relevant, hat er zumindest gesagt. Wert so in etwa 3,50 Euro laut Market. Sehr cool, aber halt wirklich auch in einem sahnigen Zustand. Ne? Also ihr seht, mega, mega schön. Habe ich halt gerne mitgenommen, wenn man so möchte. Die stelle ich jetzt mal nicht raus. Ist halt so ein Goodie gewesen für nebenbei. Hier wird es nochmal teuer. Slifer the Sky Dragon aus der Jump. Wir haben jetzt 2 unterschiedliche Jump-Versionen. Es gibt die teure, das ist die hier, und es gibt die günstigere, das ist eine andere. Wie unterscheidet man diese Karten, abgesehen von ihrem Code? Ich glaube, der unterscheidet sich auch ein bisschen. Und zwar erkennt man das an dem Limited Edition Symbol. Bei der günstigeren Variante, also der moderneren, findet sich dieser Schriftzug hier unten, so wie bei allen modernen Karten. Bei der älteren und teuren Variante findet er sich, wie hier eben zu sehen, dort, wo damals auch immer erste Auflage steht. Wert dieses Exemplars in etwa 30 Euro, die günstigere Variante, die auch hübsch ist, wirklich eine schöne Alternative. Ich glaube so ab 10 oder 12 Euro aufwärts. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte. Freut mich, dass ich hier ein weiteres Exemplar ranholen konnte und ich muss sagen, sieht in Ultra Rare tatsächlich besser aus als die unsere in Prismatic Secret Rare. Wir haben ja sowieso lange, lange Zeit auf dieses Artwork warten müssen. Dann haben wir aus Code of the Duelist. Sehr cool. Topologic Bomberdrache in Secret Rare First Edition Near Mint. 2,50 Euro habe ich bezahlt, die ist halt wirklich auch gar nichts wert, aber auch diese Karte wird definitiv irgendwann für Sammler relevant werden. Mega cool an der Stelle. Schöne Secret Rare, habe ich auch schon ein paar in den Magnethaltern drin. Ich habe glaube ich nur eine einzige unlimitierte von denen, die anderen, die ich habe, sind alle First. Sehr cool. Wirklich, ach, da hängt so ein komisches Ding dran, ne? Ne, aber mega, mega cool. Sehr schöne Karte. Das ist so die Secret, die man damals aus Code of the Duelist wollte, nebst dem Firewall Dragon. Und ich muss sagen, das ist einfach eine saugeile Sache. Da kann man mir erzählen, was man will. Mega, mega schön.
dieses Artwork. Ich finde sie einfach cool und ich habe auch ein paar Folgen Reigns gesehen und da kam sie auch drin vor. Also sie wird auf jeden Fall für die Leute, die den Anime gefeiert haben, relevant sein. So, die legen wir uns aber mal nicht raus. Dann haben wir zwei BLS aus Invasion of Chaos, Englisch Unlimited. Gezahlt habe ich 25 Euro das Stück. Der ist vom Centering her jetzt nicht unbedingt optimal. Er hatte auch ein Playset. Das sind übrigens Amis, meinte er, vom Print her. Kann durchaus sein, weiß ich jetzt nicht. Die Folierung sieht halt ein bisschen dunkler aus irgendwie. Aber ansonsten wirklich cool. Mega, mega schön. Wie gesagt, 25 Euro das Stück. Er hatte drei Stück von denen. Der eine war leider Gottes nicht in einem optimalen Zustand. Also jetzt habe ich sau viele von denen. Also jetzt habe ich wirklich, ich kann jetzt in BLS in Ultra schwimmen gehen. Ich habe jetzt allein in der neuen Car Collection 9 Stück aus Dark Revelation bekommen. Dann habe ich noch ungefähr 5, 6 oder 7 Stück in First aus Invasion of Chaos und nochmal dieselbe Anzahl unlimitierter aus Invasion of Chaos plus die beiden. Also langsam habe ich ein richtiges BLS-Imperium, wenn man so möchte. Den legen wir mal zur Seite und schauen uns den letzten BLS an. Auch der sehr, sehr cool. Auch der ein bisschen off-center, aber nicht besonders schlimm. Ich finde die Karte trotzdem noch total geil und gut zu gebrauchen. Sehr cool. Das ist einfach ein Klassiker. Ein absoluter Klassiker. Mega, mega schön. Er hatte auch noch zwei dunkle Magier des Chaos. Die wollte ich ihm eigentlich auch abnehmen, aber die wollte er nicht hergeben. Sad life. Ah nee, es ist wirklich eine sauschöne Sache. Wirklich mega, mega cool. Ja, meine Freunde, das soll es auch schon wieder gewesen sein an der Stelle. Ihr seht, es ist ein Kartenpool aus wunderbaren, extrem schönen Karten. Fast 800 Euro wert. Richtig, richtig sahnig. Das ist mal wieder ein schönes Mega-Opening gewesen. Auch wenn es natürlich von der Kartenanzahl her recht klein ist. Ich glaube, wir hatten 50 Karten oder so. In etwa ist natürlich für ein Mega-Opening von der Anzahl her klein, aber für Neuzugänge-Folgen auch zu groß. Wir sehen uns dann vermutlich zu einer weiteren Folge Neuzugänge, denn es ist ja noch was auf dem Weg zu mir, ne? Von Rising Time. Das wird nicht für ein Mega-Opening langen, also wird es halt eine Folge Neuzugänge und was für eine geile. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut und bis dahin haltet die Ohren steif.